Guten Morgen, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute haben wir es wieder Montag. Und wie auch jeden Montag weiß ich nicht, was überhaupt Phase ist. Kann natürlich wieder sein, gelben Sack. Kann sein. Muss aber nicht. Weil die Disponenten kriegen es ja immer so hin, dass man immer wieder was anderes machen muss. Man kann ja nicht 2 Wochen dasselbe machen, das geht ja nicht. Ja, mal schauen. Ich würde mich auf jeden Fall melden, wenn ich dann wieder auf dem Hof bin und dann noch so ein paar Sachen wegen letzter Woche erzählen. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Guten Morgen, liebe Freunde. Wie ihr im Hintergrund seht, mit dem war ich ja die ganze Woche unterwegs, wie ihr gesehen habt. Ich habe jetzt letzte Woche einfach keine Lust gehabt von allen 2 Tagen. Ist ja kaum was zusammengekommen. Hätte ich ja dann jeden Tag so höchstens 4 Minuten oder nicht mal Videomaterial gehabt. Und das hat für mich keinen Sinn gemacht. Deswegen habe ich jetzt die ganze Woche einfach zusammengenommen. Habe die zusammengepackt und ist halt ein Wochenvideo geworden. Ja. Was ich euch zeigen wollte ist, da sieht man das, diesen kleinen Zwerg. Finde ich nicht schlecht. Guten Morgen, Leute. Was soll ich sagen? Es ist doch nicht die Tour mit dem gelben Sack geworden, sondern fast selber LKW, nur diesmal mit Respel in Bautzen. Yippie, ich freue mich. Richtig. Naja. Erstmal Pause. Das heißt mal wieder nicht pünktlich Feierabend. Könnte 14, könnte 15 oder könnte auch 16 Uhr werden. Mal schauen. Ich hoffe, dass wir doch recht zeitnah wie die eine Woche mit dem Scania da recht früh fertig werden. Ich hoffe es. Schauen wir einfach mal. Naja. Ich mache jetzt mal weiter die Pause und dann vielleicht melde ich mich nochmal oder vielleicht melde ich mich dann auch morgen. Mal schauen. Tschö. Guten Morgen und herzliches Willkommen zu dem Dienstag morgen. Ich warte mal wieder vor dem Tor, weil ich bin ja lieber zu früh statt zu spät. Von denen kann ich dann pünktlich herausfinden, was nun wieder Phase ist und so. Gestern war es ja wieder ein Kuddelmuddel. Man könnte ja gelben Sack wieder machen mit demselben Fahrer, aber nein, man muss natürlich wieder die Bautzentour fahren, die Ewigkeiten dauert. Deswegen war ich dann so kurz vor 16 Uhr zu Hause, statt um 14.30 Uhr oder so. Cool, ne? Der Fahrer von letzter Woche hatte sich auch aufgeregt, was das soll. Jede Woche einen neuen. Vor allem, ich kenne ja die Touren. Jedes Mal einen neuen mitzunehmen, also dann muss er das halt jedes Mal wieder neu erklären. Ne? Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Bin mir auch zu doof. Ja. Also wenn ich dann aufs Firmengelände kann, dann melde ich mich nochmal, ne? Jo. So. Gestern bin ich ja mit dem hier mitgefahren. Aber der hier mit dem gelben Sack wäre mir eindeutig lieber gewesen. Ja, mal schauen, was es heute so bringt.